Guten Tag. Erklären Sie doch bitte, warum Sie den Red Hands Day unterstützen und bei Ihrem sicherlich vollen Terminkalender eben dieses Plakat hier im Ratsgymnasium abholen. Es sind ein paar Sachen. Also das eine ist, dass ich selbst ja auch schwierig finde und finde, dass es verboten gehört, dass Kinder in Kriegen als Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Also es macht die jungen Menschen kaputt, ne? Weil sie Dinge tun, die sie ihr Leben lang bereuen, weil sie vielleicht selbst Opfer auch von Gewalt werden. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass Kindersoldaten, dass es verboten wird, dass es sowas gibt und dass die jungen Menschen eine glückliche Kindheit, Jugend haben können. Und der zweite Grund, weswegen ich das unterstütze, ist, dass ich gut finde, wenn junge Menschen hier sich politisch engagieren. Wenn man sagt, das Thema ist uns wichtig, das interessiert uns, wir wollen auch ein klares Signal setzen. Und ich habe jedes Jahr eigentlich eine andere Schule, zu der ich fahre, die das macht und nehme das dann immer mit nach Berlin. Und da kommen ja alle aus den Wahlkreisen und haben dann die roten Hände. Und ich bin froh, dass das... dass sich eine Schule damit auseinandersetzt und junge Leute auch wirklich sagen, wir machen deutlich, was uns stört auf dieser Welt. Dieses Projekt Red Hands Day gibt es ja schon über 15 Jahre. Seitdem, muss man aber sagen, hat sich ja noch nicht so viel zum Besseren gewandelt. Es gibt, haben wir vorhin schon gesagt, 250 bis 300.000 Kindersoldaten immer noch auf der Welt. Was muss passieren, damit es endgültig keine Kindersoldaten mehr auf der Welt gibt? Also das, wofür wir uns einsetzen, ist, dass es gerade in den internationalen Gremien, also bei den Vereinten Nationen zum Beispiel, dass es da eine Ächtung auch von Kindern, also klingt immer blöd, wenn man das sagt, es geht ja nicht darum, dass wir die Menschen, die Kindersoldaten doof finden, sondern es geht darum, dass wir nicht wollen, dass jugendliche Kinder als Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Aber das soll geächtet werden, das soll verboten werden, es soll quasi die Regime bestraft werden, die Regierung bestraft werden, die das machen. Und das hast du gerade gesagt, es ist leider so in den letzten Jahren, dass es immer mehr wird. Ja, dass wir auch zum Beispiel jetzt gerade im Russlandkrieg sehen, dass irgendwie 16-Jährige, 17-Jährige von Wladimir Putin als Wehrpflichtige eingesetzt werden, sofort in die Ukraine geschickt werden. Das sind Menschen, deren ganzes Leben zerstört wird. Und das international zu ächten, dafür sind die Vereinten Nationen ein wichtiger Ort. Und es ist aber zum Beispiel auch wichtig, dass eine deutsche Bundesregierung das bei jedem Auslandsbesuch, wo man in solche Länder fährt, auch immer wieder deutlich sagt, anspricht. Und dass es eben genau diese öffentliche Debatte auch gibt und dass der Druck größer wird auf Staaten, die das machen. Wie Sie als Sohn eines Bundeswehrsoldaten sicherlich wissen, darf man in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen schon mit 17 in die Bundeswehr. Aber vor dem deutschen Gesetz ist man mit 17 ja auch noch ein Kind. Sollte man da was an dem Mindestalter für die Bundeswehr, sollte man da was verändern? Also richtig ist ja auch, dass man in Deutschland unter 18 aber nicht an die Waffe darf. Also das ist ja auch durchgesetzt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir den Schritt weitergehen, dass wir eben sagen, man geht mit 18 erst zur Bundeswehr. Allerdings bin ich manchmal dann eher dafür, den anderen Weg zu gehen. Ja, man kann heute seinen Führerschein schon früher machen. Ich finde auch, man sollte schon ab 16 bei allen Wahlen wählen können. Und wenn man dann zur Bundeswehr geht, weil man sagt, es ist die Ausbildung und es ist der Weg, den man geht, dann ist das in Ordnung. Aber die Waffe mit 18 ist, glaube ich, dann noch der richtige Schritt. Wir als Schüler wurden in den letzten Jahren von vielen Problemen konfrontiert, sei es Pandemie, Klimawandel oder jetzt auch noch der Krieg gegen die Ukraine. Was kann uns Schülern aus Ihrer Sicht Hoffnung auf eine gute und lebenswerte Zukunft machen? Es ist schwierig, in diesen Zeiten irgendwie Hoffnung zu verbreiten, weil es wirklich anstrengende Jahre sind. Ne? Und ich habe mich, also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, die war echt unbeschwerter als das, was ihr gerade habt. Also wir hatten kein Corona, wir hatten auch den Irakkrieg, der war aber sehr weit weg. Ja? Der Irak ist viel weiter weg als die Ukraine. Die Ukraine ist 2 Flugstunden von Berlin, von Deutschland weg. Das sind keine leichten Zeiten. So, und trotzdem, glaube ich, muss man sich immer bewusst machen, dass wir hier in Deutschland in einem sehr starken Land leben, dass wir einen tollen sozialen Zusammenhalt haben, dass wir auch in der Pandemie, auch wenn die echt anstrengend war, dass wir doch viel zusammengehalten haben, dass wir in einem friedlichen Land leben, dass es hier keinen Krieg gibt, dass es hier Demokratie und Meinungsfreiheit gibt und dass man die Chancen ergreift. So, das ist, glaube ich, wichtig. Aber ich verstehe auch jeden, der nach 2 Jahren Corona, nach Krieg und bei den ganzen Klimadebatten auch sagt, das waren schon echt anstrengende Jahre. So, und trotzdem nochmal, uns geht es viel besser als vielen anderen Menschen auf der Welt. Ich bin sehr dankbar, dass ich in Deutschland leben darf, dass ich hier Politik machen darf. Und ich glaube, das ist auch die Verpflichtung, die ihr als junge Leute habt, zu sagen, wir bringen uns ein, ne, und wir gestalten mit, wir wollen selbst mit verändern, wir wollen den Kurs mitbestimmen. Und deswegen ist so ein Tag wie heute auch wichtig, also dass man sieht, junge Leute mischen sich ein. Aber es sind keine einfachen Zeiten, das stimmt. Was sicherlich viele interessiert, wie sieht denn so ein gewöhnlicher Tagesablauf von Lars Klingbeil aus? Ich habe keine gewöhnlichen Tage. Das ist, glaube ich, das bisschen spannend auch an meinem Job. Also,
Ich kann jetzt mal heute einfach sagen, also heute Morgen war ich um 6.50 Uhr im Morgenmagazin. Die waren in Munster mit einem Kamerateam, habe da ein Interview gegeben, das dann live gesendet wurde. War dann zu Hause am Schreibtisch, habe Telefonkonferenzen gehabt, bin jetzt gerade hergefahren, mache mit euch das, bin gleich in Sottrum noch beim Bürgermeister. Dann geht es nach Hamburg zum Flughafen, weil ich dann nach München fliege. Da habe ich heute Abend eine Konferenz, wo ich eine Rede halte. Da sind zum Beispiel der österreichische Außenminister, da sind verschiedene Vertreter auch von Gewerkschaften aus der Wirtschaft. Und da werde ich heute Abend einen Vortrag halten. Dann bin ich morgen auf einem großen Gipfel am Tegernsee, halte da auch die Hauptrede. Auch zusammen mit verschiedenen anderen Leuten, da ist zum Beispiel der Chef von Audi da oder auch eben Vertreter aus der österreichischen Politik. Und dann habe ich nachmittags noch verschiedene Pressetermine in München und dann geht es am Wochenende wieder zurück hier in den Wahlkreis. Habe dann am Montag und Dienstag bin ich in Schleswig-Holstein unterwegs, dann geht es nach Berlin. Also es sind sehr turbulente Tage und das Schöne in der Politik und manchmal auch das Schlechte in der Politik ist, dass du häufig morgens gar nicht weißt, was den Tag über so passiert. Das heißt ja, dass Ihr Terminkalender sehr, sehr voll ist. Was machen Sie denn, um vielleicht mal den Kopf frei zu bekommen? Ja, also ich habe wenig freie Zeit, aber die ist gut organisiert. Also mit meiner Frau natürlich, mit Freunden, Familie. Ich verbringe einfach gerne Zeit mit Menschen und auch mal ohne Politik. Also ich bin ganz froh, wenn man mal ein paar Minuten nicht über Politik redet. Und was mir sehr wichtig ist, ist auch der Sport. Also ich mache Crossfit, ich gehe joggen, ich fahre jetzt wieder Rennrad, wo das Wetter ein bisschen besser wird, kann man wieder viel Rad fahren. Und ich gucke mir ganz gerne Fußballspiele an. Da sind wir auch schon beim richtigen Thema, Fußballspiele. Denn die allerwichtigste Frage zuletzt, Sie sind ja Bundestagsabgeordneter hier beim Wahlkreis Rothenburg-Heidekreis und auch gebürtiger Norddeutscher. Und hier im Norden gibt es so tolle Fußballvereine wie zum Beispiel den SV Werder Bremen. Aber warum sind Sie Bayern-Fan? Stimmt, Werder Bremen ist ein toller Verein. Ich kenne den Präsidenten auch ganz gut. Sehr netter Mensch und ich drücke Werder auch echt alle Daumen, dass sie aufsteigen. Aber ich habe im Alter von 4-5 Jahren mich festgelegt auf Bayern München und es lag, glaube ich, auch an einem norddeutschen Verein, weil mein Vater damals HSV-Fan gewesen ist und man mag das gar nicht glauben, aber 82, 83 waren HSV und Bayern München so die beiden Vereine, die sich um Platz 1 in der Liga im Pokal noch gestritten haben und das war dann die Art auch, einen eigenen Weg zu gehen und zu sagen, ich will nicht auch HSV-Fan werden, ich werde Bayern München-Fan und dann wechselt man seinen Verein nicht. Das stimmt. Genau. Dann vielen Dank für das Interview. Sehr gerne, vielen Dank. Du bist Werder-Fan. Absolut. Okay.